diese gelben Dinger, die hinten an der Fräse dranhängen, die streichen den Schnee letztendlich glatt und sorgen für diese morgendliche Korthosenstruktur auf den Pisten, genauso wie es draußen ist, wenn man wirklich zeitig auf die Piste Vorsicht gehabt. Wie schaut es aus mit dem Hochtor? Wird langsam frei. Ich möchte schon mal darauf hinweisen, wenn die Show hier zu Ende ist, findet auf der stehen zwei große Tische, da findet die sogenannte Modellbausprechstunde statt. Dort werden zwei Fahrer ihre Modelle euch erklären. Ihr könnt ihnen Fragen stellen, ihr könnt tolle Fotos machen auf Augenhöhe. Dort draußen steht auch das einzigartige 1:85er Dio.
Kollegen Jürgen Werner. Dieses Diorama steht ganzjährig, steht schon seit langem in der Kässbohrer Empfangshalle in Laubheim. Hier drüben haben wir unsere Lego 3S von unserem Freund Dennis Aldejohann ausgestellt. Ein einzigartiges Modell, bereits jetzt zum zweiten Mal auf der Faszination-Modellbau. Davor steht noch ein kleiner Glaskasten mit einem sogenannten Maßstabsvergleich. Es gibt ganz selten das gleiche Modell in vier verschiedenen Maßstäben zu bewundern. Eigentlich fünf, muss man sagen. Der Pistenbully 400 ist dort im Maßstab rund zu 1 zu 160, 1 zu 87.